Ich muss geschmolzenen Kern einsetzen, wenn, aber was bringt mir das, wenn ich meinen Turm nirgendwo lebend hinsetzen kann? Oh, bitte verteidigen, bitte verteidigen, bitte verteidigen, bitte verteidigen, bitte verteidigen. Ja, da kann ich mich aus... Machen Sie sich bereit zum Angriff. Ich hasse das, Alter. Warum wechselt man immer die Instanzen? Oh Gott, es tut mir so leid. Naja, hier ist wenigstens noch eine Fracht. Das kann man noch ein bisschen verschmerzen, weil es noch eine Fracht ist, die man zu transportieren gibt. Aber sonst kannst du den hier nicht gebrauchen. Ein Tank, ein Unterstützer, irgendwie sowas. Das wäre nicht schlecht. Könnte man durchaus verschmerzen, dass man sowas noch mitnimmt. Allein schon einen fünften, einen sechsten Mann wäre nicht schlecht. Aber der kommt scheinbar nicht rein. Das war ich, nicht du. Ich kann hier nicht durchgucken, Alter. Ich bin zu klein, um da durchzugucken, ey. Das ist so... Das ist so real-life empfunden, ey. Ja, das stimmt. Aber ich muss hüpfen, um zu gucken. Das ist echt bitter. Das ist wirklich ein bisschen bitter, dass ich hüpfen muss, um zu gucken. Ich gehe hier raus. Was haben wir denn eigentlich dabei? Kein Heiler. Jetzt entscheidet euch doch mal für Leute da. Was braucht ihr denn so lange? Hey Genji, eat this. Tja, habe ich da. Ha, jetzt habe ich es ihnen gezeigt, ich weiß. 3, 2, 1. Angriff beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Es wird schwer, ich sag's euch. Hier bei Hollywood. Der rutscht Treppen runter, wirklich? Okay, jetzt bin ich ein bisschen schockiert darüber. Ich hätte nicht gedacht, dass man den so... Ja, da bin ich sehr schockiert darüber, dass das so jetzt funktioniert hat. Okay, aber weiß mal Bescheid. Ich dachte, dass er da bei der Treppe anhält oder so. Naja, getäuscht. Okay, da ist eine Bastion, die ballert auf uns. Na, okay, eine Bastion ballert da rum. Da oben links, okay. Ja, naja, gut. Es ist schwer hier, meinen Turm einzusetzen. Ich weiß nicht, wo ich meinen Turm hinsetzen soll hier. Ich weiß, eigentlich müsste ich einen anderen nehmen, aber... Naja, es ist jetzt nun mal unsere Spielfigur hier. Vielleicht macht das ja irgendwas. Ja, leck mich, ey. Wodurch ist er jetzt... Hä, wer ist durch den einen... Ah ja, bestimmt, weil er kurz Damage bekommen hat. Es ist echt, echt fies, das einzusetzen. Und außerdem muss ich so nach oben zielen für Kopfschüsse. Das ist echt schwierig. Ich kann auch nicht mal Rüstung verteilen, weil die Leute einfach nicht tot sind. Ich hab das mal den Tank gegeben. Da gehe ich aber nicht rein. Wollte ich einfach mal. Okay, der hat auch einen Geschützturm. Okay, das ist echt schwer da reinzukommen. Oh Gott, es tut mir so leid, dass ich den Typen wählen muss. Ich weiß, ich habe keine... Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir den hinsetzen sollen. Ich weiß es nicht. Ich versuche mal reinzukommen. Ich versuche mal einfach ungestört reinzulaufen und vielleicht können wir den dann irgendwie setzen. Ich bin mit... Ja, Genji, du weißt, was zu tun ist. So. Das ist geil, dass der so viel Damage macht, Alter.
Der macht so viel Damage. Ich weiß gar nicht, warum der so viel Damage macht. Das ist eigentlich ein Heiler. Ehrlich gesagt, das ist ein Heiler. Der dürfte nicht mit 3-4 Schüssen ein Defensivcharakter umschießen. Finde ich. Finde ich persönlich. Also ist ein bisschen, ja, overpowered. Ja, ist sowieso sinnlos. Komm, das ist total sinnlos. Kann man eigentlich auch liefen, aber... Naja, ich lief halt nicht. Wir haben auch niemanden, der irgendwas tankt oder sonstiges. Ich meine, wenn man jetzt mal schaut... Wir haben keinen Tank. Ist ja nicht so... Man braucht ja keinen Tank, wenn man reindrücken will. Sind Tanks... echt nicht zu gebrauchen. Wozu denn auch? Ja, es ist Glück weit vorbei. Ja. Natürlich wieder durch irgendjemand. Bestimmt durch den Heiler, weißt du? Natürlich wieder durch den Heiler. Der Heiler macht ja auch einen unsagbar vielen Damage. Unsagbar viel Damage macht er. Der ist so unbesiegbar, der Heiler. Naja, ist gleich vorbei. Wie gesagt, den Angriff kannst du auch im Angriff echt nicht gebrauchen. Was soll ich denn in Angriff mit dem? Wirklich, wir machen... Ist ja nicht so, dass wir hier Damage fahren oder so. Alter Finne, ey, fick doch die Hölle weg, ey, ganz ehrlich. Oh, Gott sei Dank ist es vorbei. Im Angriff ist er halt, also da war, ist er halt einfach nicht zu gebrauchen. Ist halt einfach so. Der ist hier nicht zu gebrauchen. Wie auch immer die alle überlebt haben, aber der, wo soll ich meinen Geschützturm hinsetzen, wenn es nur 2 Eingänge gibt, die bewacht werden können? Das ist halt nur echt Pech. Waren nur 3? Naja, gut. Aber war gut, gutes Teamwork. Aber was soll ich mit dem machen? Ganz ehrlich. was soll ich mit dem machen? Ich like den da mal. Ich weiß nicht warum. Der hat nur einen Geschützturm gebaut. Aber da gibt es halt nichts, was ich mit dem machen kann in Angriff auf dieser Karte. Das ist einfach, der ist da einfach nicht zu für... Naja, ist einfach nicht zu gebrauchen. Fracht so transportieren, okay, aber erst einen Punkt vorher einnehmen? Nee. Das wird da nichts. Aber wir haben eine Goldmedaille mit 4 Eliminierungen. Da sieht man eigentlich, wie schlecht die anderen waren. Weil es richtet sich ja danach, wie gut das Team waren mit den Goldmedaillen. Da sieht man, wie abgrundtief schlecht das Team überhaupt war, wenn ich mit 4 Eliminierungen Goldmedaille habe. Das ist dann sehr bitter. Es lief doch nicht immer die scheiß Matches, Alter. Das nervt. Ich bin der mit dem höchsten... ich bin doch nicht der mit dem höchsten Rang. Mit Level 25 und Level 27ern müssen wir hier herumhantieren. Schlimm. Das sind alles Noobs. Die sind nicht so pro wie ich. Ja, man kann auch übertreiben. Wobei, bei Punkt verteidigen kann man bei sowas eigentlich nicht übertreiben. Jetzt noch ein Tank und ein Healer und alles ist gut. Und warum liefen da ständig immer welche? Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Ständig liefen irgendwelche Leute. Das ist doch irgendwie anstrengend. Immer diese Warterei. Ich hab einen Haken. Ich glaube, ich hab einen Haken. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hab's. Da oben rauf? Nö. Kannst du woanders hinsetzen? Yeah. Wo macht der andere den hin? So, der Geschütz... Der Geschütz... Da oben. Ja, klar, warum nicht? Ich könnte natürlich auch das Geschützturm hier hinsetzen, aber... Wir ballern einfach mal ruf, wa? Aber wir sind auch schon fast tot.
Was? Mein Geschütz wird gegrillt? Wie das denn? Wird denn unser Geschütz bitte gegrillt da hinten? Aua, schon wieder mit Raketen. Ich hätte gerne einen Heiler. Ja, ich krieg keinen Heiler. Was? Wenn es nirgendwo Heilung gibt und kein Heiler rumläuft, ist das doch Kacke. Das ist ja nicht normal. Da muss doch irgendwo jemand muss doch einen Heiler picken oder so. Haben wir keinen? Ja doch, wir haben einen, aber der heilt ja gar nicht. Gut. Hanzo. Geil, den Namen Hanzo haben. Cool. Ja, ist erledigt. Aber Genji ist... Hä? Hanzo, Genji? Warum werden die Namen nicht angezeigt? I'm pretty verwirrt at the moment. Ich bezweifle sehr stark, dass sie Hanzo und Genji heißen. Ich habe schon wieder nur Damage. Ich glaube, jetzt wissen die, wo wir sind. Zumindest wo... Warum verlassen denn die ganzen Leute immer das scheiß Spiel, Alter? Können die nicht mal irgendwie drinnen bleiben? Das ist ja anstrengend. Durchschreitet die Iris. Ja, würde ich auch gerne mal. Danke für Heilung. Na, endlich. Hanzo. Ja, ich glaube... Ich hab den nicht gesehen, aber ich hab den trotzdem erledigt. Ich hab das mal wieder ein Ding abgefangen, wa? Bitte sehr, ich weiß, ich bin echt selbstlos. Stimmt gar nicht. Aua. Ich bin schon wieder reingerannt, kann das sein? Die heißen echt nur Genji und... Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin reingerannt, ne? Genau da kam ich gerade an. Ja, schade. Naja, wir haben aber seinen Geschützturm so gesehen gerettet. Wir haben uns todesmutig davor geworfen, das Geschützturm da, dass das nicht kaputt geht. Finde ich gut, könnte man öfter mal nicht machen. Hör mal auf, hier mit Raketen auf mich zu schießen, joa. Das ist nicht nett. Wie sieht der Geschützturm da noch aus? Gut. Hanzo wurde eliminiert. Erstmal kurz reparieren. Alter, jetzt verreck hier endlich. Verdammte Scheiße. Oh, Alter, finde du. Judith durchschreitet die Iris, Alter. Hilfe, ich hab Aua, Bubu. Es war klar. Ich wollte gerade meine Rüstung einsammeln. Alter, ich hatte auch kein Leben mehr gehabt. Okay, man hat mich auch kommen sehen, okay. Der erste Schuss ging aber daneben. Hey, wir haben jemanden eliminiert. Wir haben wieder jemanden eliminiert, das ist gut. Unser Geschützturm wird angegriffen, aber... Gefällt dir meine Knallbüchse? Meine Knallbüchse? Ja, damit kann man auch Frauen in der Disse anbaggern. Ey, gefällt dir meine Knallbüchse? Hier. Ich hab grad keine. Aber da liegt welche. Hanzo. Naja, gewonnen. Sehr schön. Easy going, wa? Easy going. Aber auch nur, weil wir echt nur diese Verteidigungsanlagen hatten. Bastion, zweimal diese Türme, das ist echt fies. Das ist echt hart, da reinzukommen.
Es ist wirklich so. Es ist wirklich knallhart, bei sowas da reinzukommen, wenn es überhaupt machbar ist. Wie ich denen einfach Rüstung gegeben habe. So ganz selbstlos. Ich weiß nicht, warum Highlight des Spiels, aber ich habe ihn selbstlos. Hier, 11 Geschützkills. Ist doch nicht schlecht, oder? Wir waren besser als der Erectus da, Ekros oder wie der heißt. Da waren wir besser gewesen, wa? Schon wieder Goldmedaillen. Yay, Goldmedaillen. Gold, wir sind im Goldrausch hier quasi. Als Zwerg im Goldrausch mit Bart. Ja, na klar. Hey, ich will weitermachen. Was ist das hier eigentlich? Warum leuchtet der? Das ist auch eine Spezialrüstung von Reinhard, also. Ich glaube, wie heißt die? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben nur 3 Extras und eine davon. Wir haben nur 3 Extras? Dann haben wir von denen aber am wenigsten, oder? Sammel dich für Angriffe mit den Team. Oh, bitte verteidigen. Angriff ist schlecht. Nein, den da. Oh Gott, er erstellt. Jetzt sind wir im Angriff. Oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber vielleicht kriegen wir es hin. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir reinrücken. Es tut mir auf jeden Fall leid. Ich entschuldige mich bei allen, die da jetzt mitspielen und denen ich das jetzt eventuell versau. Aber ich bin so gut, ich versau's euch gar nicht. Da werden Geschütztürme, die werden aus dem Boden gestampft. Da rechnen die gar nicht mit. Ha, die werden sich wundern. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Es geht gleich los, deswegen ganz aufgeregt. Mercy. Ja, oh, das wäre nicht schlecht. Please. Kann man auch zerlegen. Okay, wir müssen jetzt erstmal sehen, wie wir geschickt vorgehen. Die Briten wissen, wie man denen die Schrauben anzieht. Omnikräfte. Was? Was will der? Oh Gott, man kennt die Hintergrundgeschichte nicht. Ist ein bisschen doof. Was haben wir da so? Oh naja, ein Senyata, Hauptsache ein Heiler. Bumm. Nee. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Ah, da ist ein Loch in der Wand. Deswegen sah das so scheiße aus. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Verwirrt war ich. Mal sehen, wie wir jetzt reinkommen. Ja, ja, du Hippie, halt mal lieber die Klappe. Ari. No Torbjörn, Juritard. Ja, ja, komm. Plus eins, hä? Ihr werdet euch wundern.